Willkommen zurück, Folge 3. Kingdom Come Deliverance. Genau, das Königreich kommt. Das Königreich kommt und es wird abgeliefert. Was heißt nochmal Deliverance? Keine Ahnung. Habe ich jetzt mich nicht mit beschäftigt. Ich habe den Krämer entdeckt. Ja, wir sind immer noch in, wie heißt es, Scarlitz unterwegs, unserem Heimatdorf Schneider. Kannst mich auch Heinrich nennen. Genau, Schmied entdeckt, wir entdecken sie einfach alle hier. Was mit dir? Ah, ein bisschen hiervon und davon. Und ich habe die Schenke entdeckt, das ist sehr gut, denn da wollen wir ja hin. Ja, wollen wir diesem anderen Schmied hier die Axt verkaufen? Direkt erstmal. Kleines Rüstungsset, bla bla bla, kann ich mit dem reden? Ja. Wir haben ja gerade letzte Folge dem Kunesch, dem Trunkenbold aus dem Dorf, die Axt geklaut, die er unserem Vater geklaut hat quasi. Lass uns handeln. Dolch, nee, aber ich kann ihn nicht verkaufen. Verkaufen, da ist verkauft. Kunisch Axt, ach guck mal, die ist gestohlen. Ich weiß nicht, ob wir die einfach so verkaufen dürfen. Na, vorhin hat das irgendwie geschrieben, dass er das nicht, dass das irgendwie schwierig ist. Dass das nicht so geil ist. Dann lassen wir das vielleicht. Ja, wir reden erstmal Papi. Genau, zu. Wir reden erstmal mit Vatern, aber vorher holen wir natürlich auch noch den. Papi ist bestimmt begeistert, wenn er sagt, treibt das Geld ein. Und wir bringen die Axt zurück. Ich sag mal, es ist schon mal besser, als wenn wir ohne die Axt zurückkommen. Also sprich, wenn er gar nichts hat. So, wo guck ist mal, da läuft Mannekeken. Da rechts, ne? Der ist aber riesig! Oh mein Gott, ein Riese! Okay. Ah, die Karte ist schon echt schnuckelig gemacht. Ist schön gemacht, ne? Ist jetzt nicht so 100% super übersichtlich zum Teil. Na, übersichtlich nicht, aber sie ist halt wirklich schön. Ist hübsch, ja, genau. So, jetzt ist die Frage, hier geht's zur Schenke rein, würde ich mal annehmen irgendwie. Da vielleicht. Vielleicht durch das Tor. Oh. Skalitzer Schenke. Genau, da hängen wir wohl relativ viel rum, aber ist ja in so einem kleinen Dorf auch nachvollziehbar. Ja, vor allem, wenn wir in Suffkopf sind. Und im Dorf, wo es kein Kino gibt, ich meine. Ja. Ach wirklich, er musste den König entführen. Ja, jetzt sagt er auch Battery der Willow. Eine Falle locken und auch noch einkerkern? Aber alles da. Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel sehr komplex mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal gucken, ob unsere aufgenommenen Videos Sound haben, weil wenn man über den Controller abgreift, dann kann es sein, dass er nicht auch parallel noch den Sound nochmal woanders ausgibt. Das Reich wieder vereinen. Das sollte man machen. Fällt mir nur gerade auf. Aber mein Gott, wo gehobelt wird und so, ne? Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Stimmt, die hatten noch zwei Päpste zu der Zeit. Oh, schwierig. Der König von Böhmen und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund und... Mein Lieber, und du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wenn Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten und ihre Köpfe behalten. Ein Deutscher? Ja, aber... Segler. Herr Deutsch, das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Aber der ist jetzt nicht Fritz, oder? Der Deutsche ist zu weit gegangen. Ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ja, cool. Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder Fritz? Und wie Matthäus? Wir sind nicht besonders gut im Verprügeln. Verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Ja, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon. Den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde... Alter, bisschen Scheiße an die Tür schmieren oder anzünden, das ist schon ein Unterschied. Was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Dafür brauchen wir Bier. Ja. Voll dumm zu schmeißen, wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. So kann man sich's auch schön reden. Also, Kumpel, bist du dabei?
Da gucken sie alle ganz gespannt, ob wir da dabei sind. Na, wollen wir, nicht, oder? Wollen wir dem Deutschen das Haus neu streichen? Also wir als Deutsche haben ja natürlich eine gewisse Ehre zu verteidigen. Und er hat ja recht, Wenzel ist ein Suffkopf. Ja, und außerdem macht man das nicht so oder so. Ja. Andererseits wollen wir von Fritz auch noch Niedrig haben. Also ich bin dabei, aber dafür müsst ihr mir helfen. Scheinbar ist das vielleicht konditional verknüpft ein bisschen. Weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir nicht. Kannst du auch sagen, das mache ich nicht. Ja, aber vielleicht helfen sie uns dann nicht, wenn wir Hilfe brauchen. Okay, aber wir haben schon gesagt, wir wollen das nicht machen. Musst du wissen. Also ich würde es nicht machen, aber du kannst gern dafür den Dietrich erpressen. Ja, aber dann gibt es bestimmt Ärger. Oh. Aber andererseits will ich auch Ärger haben. Also ein bisschen Ärger ist immer gut. Mit Kunesch verprügeln. Neugier. Also einfach prügeln wir den zu viert oder wie? Ja, das wird lustig. Dann brauchen wir gar nicht die Sachen wegnehmen. Ja. Läuft doch. Begib dich mit deinen Freunden zum Haus des Deutschen. Du hast gelernt, Papst Bonifatus, was? Und das abendländische Schisma. Hm. Das ist übrigens, glaube ich, dass es zwei Päpste gleichzeitig gab. Das ist, glaube ich, dieses Schisma. Ups. Ja, da stand es gegen Papst gewählt. Ja. Ja. So, dann laufen wir mal den Jungs hinterher, wie wir rennen mit Kreis. Dann renne ich jetzt mal, weil das bestimmt auch... Oh, das ging ja schnell. Ach, da ist es. Guck, hübsch. So, wo kriegen wir jetzt Kacke her? Redet mit mir. Und das machen wir jetzt beim Tag? Na, warum denn nicht? Weil du der Schlaue bist. Oh Gott. Das ist so traurig. Oh Gott. Wir sind der Schlaue, ja. Vor allem sitzt da die Frau auch direkt davor. Ey, Gattin des Deutschen. Sie hat keinen Namen. Geschickt. Auf dem Weg war er schon. Ach, die Deutschen, die prügeln sich halt gerne. Ja. Oh Mann, ey, jedes kleine Gespräch mit einer Ladezeit. Zwar nicht lang, aber immerhin. So, jetzt Sohn hat er noch, ne? Ja. Das war jetzt eigentlich nicht so schwierig. Ach so. Nee, Sohn nicht. Das stört nicht. Dann halt direkt. Der Sohn sitzt drin, was soll's. Ach so, auf einmal. Mann, sind das. Naja, das ist halt die Dorfjugend. Denkst du, das läuft heute in Brandenburg anders? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Was ist denn an Silvester die Briefkästen der Nachbarn sprengen mit Böllern? Hm. Hans heißt er. Ach, das ist der Sohn. Okay, dann lerne ich jetzt wohl auch nochmal kämpfen. Ja. Guter Treffer. Ja, über das war ein Stein. Das war nicht nur nach... Das war ein Steinkacke.
Ja. Okay. Aufgabe begonnen. Ja, naja, die hat so richtig begonnen. Wir machen uns richtig beliebt in dem Dorf. Es ist unser Dorf, ja. Das sind die Ausländer. Okay. So. Geht doch ganz einfach. Was hast du? Der ist gleich hin. Guck es mal an. Ich glaube, der war einfach nur ziemlich stark, der andere Typ. Ja. Also ich meine, den habe ich ja hier echt. Ach, der ist schon. Ich dachte, ich kann ihn noch totprügeln. Das ist einer von den Freunden, ne? Also, jetzt hocke ich hier irgendwie. Der Büttel ist mir doch egal. Haben wir es jetzt? Wohin? Ah! Da lang! Tschüss! Ist ja nicht so, als könnte man sich hier irgendwie groß verstecken. Ich meine, es ist ein Dorf mit 50 Einwohnern. Lalalala. Okay, manchmal musst du rasch zu einem bestimmten Wegpunkt. Bla bla bla, ja. Reise, bla bla bla. Okay, klar. Ich wette, Schnellreise wird ewig dauern. Ja. Ist wahrscheinlich einfacher, dahin zu reiten oder so. Ja. Puh! Ja, siehst du, erste Schlägerei hier. Erste Schlägerei gleich richtig gut hingekriegt. Zweite. Erste. Ja, dann kämpfst du vielleicht in Zukunft einfach. Ich glaube, er war einfach nur in einem Loop gefangen, der Gegner. Ich habe ihn einfach nur hintereinander ganz schnell mit den kleinen Schlägen bearbeitet. Ja. Der hat keine Zeit gehabt, dazwischen sich zu wehren. Also, ich hatte auch vermutet, dass es schwieriger wird. Und dann war irgendwann die Ausdauer alle und dann war aber auch der Kampf schon vorbei. Also, so. Hey, Süßer. Das ist ja ganz niedlich. So, wo ist ja jetzt eigentlich Bianca gewesen? Ich dachte, wir treffen die jetzt schon mal, aber nein. Ja, du warst ja nicht im Wirtshaus. Das stimmt, ich war ja nur davor. So, und jetzt sieht so aus, als wäre gar nichts passiert, oder wie? Jetzt gehen wir wieder in die Schenke und gut ist. Ja. Lalalala. Naja, wir sollen uns jetzt ja bei Kudisch mit den Jungs treffen. Das war ja die genau. Nächste Aufgabe. Dann musst du nicht in die Schenke gehen. Ich weiß, aber ich wollte mal gucken, was hier so los ist. Und ich wollte Bianca treffen. Ist das Bianca? Bianca. Hey, Binky Bianca. Grüß dich, meine Liebe. Gut siehst du aus. Du auch, mein Hübscher. Was führt Hallo? Dich hierher? Du, Bier. Nein, natürlich. Schönheit natürlich. Für das Bier kommen wir später nochmal. Ja. Oh, edler Herr. Ich fühle mich geschmeichelt. Was könnte der werte Herr begehren, abgesehen von meiner Schönheit? Der Deutsche redet Bock. Lass uns handeln! So rede ich mit meiner Freundin auch. Ja, wir können ja mal. Das Bier machen wir später. Damit sie sich nebenan prügeln und nicht hier. Ja. Na gut. Haben wir Bianca auch mal kennengelernt. So, dann verprügeln wir jetzt nochmal den... Dann gehen wir jetzt nochmal zu Kunesch und den Platt. Das war können wir ihm auch die Axt zurücklegen. Die haben wir nie gestohlen. Nein, nein. So, wo sind denn jetzt die Boys? Wo ist die Gang? Die Gang. Gute Frage. Wo hast du mal ab? Wo hast du ihn lassen? Na, angeblich sollen die sich ja hier mit mir treffen, ne? Also. Vielleicht musst du nochmal dein Questbuch gucken. Dann tue ich dies. Oh, warte mal, das war die Karte. Ich nehme mir nochmal einen Keks. Nehmen wir noch einen Keks, dafür sind sie ja da. So. Quest, Log. Hauptquests. Unerwarteter Besuch. Optional hammert Nägel auf andere Weise. Optional Besorger in Dietrich von Fritz. Trifft dich mit den Jungs bei Kunesch. Bei C. Gucken wir mal. Ich gehe mal lieber die ganze Karte hier. Du hast gerade die Markierung ausgeschaltet. Ist aber schlecht. Wieso mache ich denn sowas? Wie macht man die Markierung aus? Nee. Bei Questlogs? Bei Questlog? Ah! Ja. Das ist ja gut. Habe ich nicht gesehen. So. C, okay, nach hinter mir. Verstecken sich hinter dem Busch. Nee, ich glaube weiter rechts.
da hinter dem Gang. Ah, hi Jungs. Was geht ab? Kommt Leute, Action. Action. Der Kackdeutsche. Weil der Büttel uns ja auch nicht die 30 Meter weiter noch findet. Hände abhacken? Ich weiß nicht, es war das Mittelalter. Ja. Das ist nämlich das Richtige an Recht und Gesetz. Es geht immer darum, wenn der Geschädigte nicht gemocht wird von der Mehrheit, dann ist es okay. Ja. Ja? Ich bräuchte Hilfe. Ich glaube, den Dietrich hätten wir auch so bekommen. Ja. Ja, aber so können wir ein bisschen den Typen noch platt machen. Ich sehe schon. Wir wollen ganz viel reden und jetzt verprügeln wir den erstmal. Ist doch egal. Es ist Kunesh. Der hat dich vermöbelt. Kunesh. Komm jetzt raus aus dem Haus. Kunesh. Ich bin gar nicht drin. Fuck, Alter. Wo ist der? Kunesh, komm her. Kann ich nicht mal ansprechen. Kunesh! Hallo! Er ist gerade beschäftigt. Komm her! Nicht? Ach, jetzt. Er muss das erstmal wegbringen. Jetzt kommt er auch schon. Ich muss dir was zeigen. Ich habe meine Jungs mitgebracht. So platt, Alter. Du bist jetzt richtig vermöbelt, ja, aus allen Richtungen. So, fertig. Easy. Siehst du, man muss halt einfach nur seine Boys mitbringen, dann geht's. Du hast da halt einen coolen Schlüssel, ja toll. Ist das in der Tour? Finde etwas, was sich verkaufen lässt. Na gut. Die Axt haben wir schon gefunden. Die Tour war in großen Ordnung. Ja, jetzt dummerweise haben wir die Axt geklaut. Das die können wir jetzt nicht verkaufen. Aufschließen. Aufschließen. Der Hammer und der Nägel. Ich habe gleich alles genommen, X gedrückt gehalten. Sehr gut. So. Ist die Axt jetzt immer noch als geklaut angezeigt? Das gucken wir gleich. Mach mal die Tür zu. Muss ja alles seine Ordnung haben, wenn wir jemanden schon vermöbeln, um seine Sachen zu klauen. Und die Axt die sieht jetzt gut aus. Ist gereinigt von der Anzeige des Diebstahls. Vom Makel, genau. Das verkaufen wir jetzt und dann haben wir Geld. Genau. Aber das Verkaufen, das kann Nick in der nächsten Folge machen. Und ist das so? Ich glaube, wir haben Hunger, oder? Kann das sein? Ist das da unten rechts? Dann futter ich halt noch was. Warte mal. Nee, da. Dann essen wir mal ein Stück Käse. Ich weiß nicht, ob das da jetzt schon reicht. Ja. Ja, sieht gut aus. Gut, direkt nochmal ein Stück Käse in den Mund gestopft für unterwegs. Also ein Babybell, ja, wie sich das gehört. Das war ein Viertelrad. Ein Viertelradkäse, naja. Heinrich wächst unterwegs. Halt noch. Der wächst noch, der ist ein hungriger Junge. Genau, nächstes Mal können wir uns Geld besorgen, dann können wir Kohle kaufen und dann geht's weiter mit dieser spannenden Quest, die Besorgung der Kohle und des... um das Schwert zu Ende zu schmieden. Genau, um das Schwert zu schmieden. Bis dahin, tschüss. Tschüss.